der Savage und wir zeigen euch heute, wie wir in kurzen Schritten einen Seitenteil sachenfachgerecht demontieren, ohne die unterliegenden Materialien zu zerstören. Wir haben uns entschieden, dass wir die C-Säule in dem Bereich stellen, Radlauf in Bourbon, Schweller und mit einem Wahlgrill die Schweißpunkte aufbohren. Wir konnten die Schweißpunkte aufbohren und mussten die Konturkante nicht lösen, aufgrund dessen, weil kein Strukturkleber verarbeitet worden ist, werkseitig. Wäre der Strukturkleber verarbeitet, hätten wir hier die Außenhaut trennen müssen, sodass wir keinen großen Hebel erzeugen müssen, um die Trennung zu vollziehen. Ja. In dem Heckbereich zu der Hecklampe haben wir die Lasernaht, Laserlötnaht gelöst und haben sozusagen mit der Oberfräse die Konturkanten ringsherum aufgelöst, sodass wir die jeweiligen Schweißpunkte mit dem Wahlgrill aufbauen können.